Achtung, Achtung, hier spricht die Feuerwehr. Zu Ihrer Information, das Trinkwasser in Ihrem Bereich könnte verunreinigt sein. Trinken Sie Leitungswasser in den nächsten 48 Stunden nur abgekocht. Bitte geben Sie diese Informationen an Ihre Mitbewohner und Nachbarn weiter. Wir informieren Sie, sobald das Trinkwasser wieder einwandfrei ist. Vielen Dank. Mit dieser Lautsprecherdurchsage durch die Kirchheimer Feuerwehr wurden am Mittwochabend die Bewohner einzelner Quartiere vor einer möglichen Verunreinigung des Trinkwassers gewarnt. Mehrere Einsatzfahrzeuge waren mit Lautsprechern in den betroffenen Stadtteilen im Einsatz. Grund für den Großeinsatz war vermutlich eine Verwechslung des Frischwasseranschlusses mit dem Abwasseranschluss auf der Großbaustelle der Deutschen Bahn S21 im Südosten des Stadtzentrums. Martin Zimmert, Geschäftsführer der Stadtwerke Kirchheim, schildert, wie es zur Alarmierung der Bevölkerung kam. Wir hatten gestern am Nachmittag ca. 16 Uhr bin ich informiert worden über eine mögliche Kontamination unseres Trinkwassernetzes durch einen fehlerhaften Anschluss in einem Baustellenbereich, also bei uns in dem Ostportal im Alpvorlandtunnel. Und das ist außerhalb der öffentlichen Trinkwasserinstallation. Nichtsdestotrotz ist es so, dass durch diesen Fehlanschluss Rückwirkungen auf das städtische Netz sein könnten. Und wir haben dann im Zusammenspiel mit dem Gesundheitsamt die Maßnahmen ergriffen. Zum einen die Information an die betroffene Bevölkerung, die Maßnahmen waren einzuleiten. Zum zweiten natürlich vor allen Dingen auch die technische Lösung des Problems, sodass wir möglichst schnell wieder ein einwandfreies Trinkwassernetz sicherstellen können. Die Alarmierung, wir sind von der Struktur so aufgestellt, dass wir einen Maßnahmenplan haben, die solche Fälle regelt. Das heißt, da sind Telefonnummern drin, ist eine Alarmierungskette hinterlegt. Wir haben dann, unser Rohrnetzmeister hat die ersten Schritte eingeleitet. Wir haben uns dann vor Ort an der Havariestelle getroffen, mit dem Gesundheitsamt, wie gesagt, das Ganze abgestimmt. Wir haben dann unsere Pressestelle für Öffentlichkeitsarbeit mit ins Boot geholt, haben dann die Homepage bedient, haben über Facebook kommuniziert und wir haben dann mit Hilfe unserer Freiwilligen Feuerwehr und auch der Polizei über Lautsprecherwagen dann das betroffene Teilgebiet der Stadt informiert. Wir sind also dort mit Blaulicht durchgefahren, haben dann Lautsprecherdurchsagen gemacht. Nach Rückmeldung durch die Feuerwehr war das wohl auch ein sehr erfolgreicher Einsatz. Also die Bevölkerung hat sich da teilweise auch bedankt, dass man durchgefahren ist. Also nicht nur Facebook und Internet, sondern tatsächlich auch vor Ort wird es sicherlich wahrgenommen. Wir haben Proben gezogen. Vor unserer Chlorierung in den Proben wird überprüft, inwieweit eine Verkeimung des Netzes überhaupt stattgefunden hat. Und über die Chlorung wird sichergestellt, dass das Wasser, welches dann eventuell verkeimt sein könnte, dann wieder dekontaminiert ist. Die Verunreinigung hatte auch Folgen für Kirchheimer Betriebe. So schloss ein Bäckereibetrieb, der im Gewerbegebiet Bronau produziert, seine Filialen in der Stadt und es gab keine frischen Brötchen und Brezen am Morgen.